Ihr habt geerbt. Was passiert jetzt? Heute ein kleiner Überblick über das Erb- und Pflichtteilsrecht. Hallo, mein Name ist Oliver Abel. Ich bin Rechtsanwalt in der Kanzlei KGK hier in Köln-Rodenkirchen und ich bearbeite im Schwerpunkt das Familien- und Erbrecht. Heute Thema Erbrecht, ein Überblick über das Erb- und Pflichtteilsrecht, insbesondere was für erbrechtliche Folgen denn von Gesetzes wegen ausgelöst werden nach dem Erbfall. Dazu muss man zunächst einmal wissen, dass ihr sofort in der Sekunde des Todes des Erblassers, wenn ihr Erbe seid, auch Erbe werdet. Also es passiert kein Zwischenschritt, ihr werdet es sofort, das ist die Fiktion, und ihr werdet es als Erbe an der Gesamtheit des Vermögens. Das heißt, ihr werdet im Wege der Universalsukzession berechtigt und verpflichtet am Nachlass, am Vermögen des Erblassers. Das hört sich jetzt erstmal ganz gut an. Es kann mitunter aber dazu führen, dass ihr natürlich etwas aktiver bekommt. Aber man muss immer wissen, der Erbe erbt auch Verbindlichkeiten des Erblassers. Das heißt, auch die Schulden fließen natürlich als negatives Vermögen in das Erbe ein. Und das übernimmt ihr genauso wie die Gegenstände, die ihr seht, die Forderungen, die der Erblasser hatte oder die Positionen, die er als Haben beispielsweise bei Banken hatte. Die Gesamtrechtsnachfolge ist natürlich nicht immer, dass ihr Alleinerbe seid, sondern es ist natürlich die Gesamtrechtsnachfolge mitunter auch der Erbengemeinschaft, die dann zusteht. Und gerade angesprochen, es kann durchaus dazu führen, dass der Nachlass auch überschuldet ist, dass das Erbe überschuldet ist. Und da seid ihr natürlich nicht verpflichtet, das anzunehmen und die Schulden des Erblassers zu übernehmen. In diesem Fall ist natürlich das Instrumentarium, dass ihr auch das Erbe ausschlagen könnt und auch müsst. Da müsst ihr beachten, Ausschlagen des Erbes ist grundsätzlich innerhalb 6 Wochen nach Kenntnis Erbfall nur möglich. Das heißt, es laufen Fristen. Ihr solltet euch also relativ schnell einen Überblick darüber verschaffen, ob der Nachlass verschuldet ist, ob damit zu rechnen ist, dass hier Forderungen geltend gemacht werden. Das kann mitunter sehr kompliziert sein, denn ich habe mitunter auch als Erbe nicht unbedingt immer sofort Zugriff auf Informationen, die dann mich in die Situation versetzen, ich kann jetzt verbindlich ausrechnen, ob der Nachlass verschuldet ist oder nicht. In diesem Fall gibt es dann natürlich innerhalb der Erbengemeinschaft auch Ansprüche der Erben wechselseitig untereinander auf Informationen, auf Belege. Das ist mitunter kompliziert. Auch da müsstet ihr sicherlich rechtsanwaltlichen Beistand zuziehen, um da auch innerhalb dieser Frist dann reagieren zu können. Habt ihr euch dazu entschlossen, das Erbe anzutreten, ist es natürlich so nach dem deutschen Recht, dass nach bestimmten Erbenordnungen das Erbe natürlich erstmal vermacht wird. Das heißt, die vorgehenden Ordnungen überlagern letztendlich die nachgeordneten Erbordnungen. Zur ersten Erbenordnung zählen die Kinder und deren Abkömmlinge, wobei Kinder immer halt nach dem Repräsentationsprinzip die Abkömmlinge von ihnen ausschließen. Das heißt, Kinder werden immer Enkelkinder bei der Erbfolge ausschließen. Erst wenn auch die Kinder des Erblassers nicht mehr leben, kommen die Enkelkinder zum Tragen und erben. Das Erbrecht des Ehepartners ist gesondert geregelt, auch teilweise im Familienrecht und nicht im Erbrecht. Die zweite Erbenordnung beinhaltet dann die Eltern des Erblassers und die Abkömmlinge der Eltern, also Geschwister des Erblassers und dann auch wieder deren Abkömmlinge. Bei allen Abkömmlingen und Kindern ist wichtig zu wissen, dass adoptierte Kinder leiblichen Kindern gleichstehen, nicht allerdings Stiefkinder. Die sind nicht gleich und erben nicht. Nach der zweiten Erbenordnung, wenn tatsächlich dort auch noch keiner in den Stämmen gefunden werden kann, wenn es den nicht mehr gibt, gibt es die dritte Erbenordnung, wo dann die Großeltern, also man geht die Stämme dann hoch, die Großeltern des Erblassers erben würden mit, wenn sie nicht mehr vorhanden sind, natürlich wiederum deren Abkömmlingen. Also man verästelt es erst nach oben und dann geht es in die Breite. Und daran schließt sich dann auch die vierte Erbenordnung an, wo dann die weitergehenden Stämme nach oben sogar Urgroßeltern des Erblassers. Sehr selten, dass so weit hochgegangen wird, aber diese Fälle gibt es. Und da ist natürlich dann tatsächlich sehr vieles möglich, wenn ich so hoch zurückgehe und dann letztendlich die Verästelungen in der Breite vornehme, ob dann da keiner gefunden wird.
Wenn keiner gefunden wird, gar keiner gefunden wird, als allerletztes erbt immer auch noch jemand. Und das ist der Staat. Als allerletztes erbt der Staat. Das Land, in dem der Erblasser zuletzt seinen Wohnsitz hatte, würde dann erben. Der Staat erbt grundsätzlich auch keine Schulden, sondern nur den aktiven, also den positiven Nachlass. Das passiert natürlich sehr häufig, dass es überhaupt keine Verwandten mehr gibt. Und dann ist es halt so, dass der Fiskus daran partizipiert. Was letztendlich für euch wichtig ist, diese Ausführungen spielen natürlich nur dann eine Rolle, wenn der Erblasser kein Testament vorher zu Lebzeiten erstellt hat, wo er gerade diese Erbfolge, die gesetzliche Erbfolge natürlich testamentarisch ausschließen wollte. Hat er ein Testament erstellt, ist letztendlich die Frage, konnte er es so erstellen, wie er es erstellt hat, in Erbhinsicht, das heißt, konnte er den Ausschluss bestimmter Erben gänzlich vornehmen oder nicht. Und da muss man sagen, da greift dann das Pflichtteilsrecht nach dem deutschen Recht ein. Das heißt, je enger und je näher der Erbe am Erblasser war, umso wahrscheinlicher ist, dass er auch einen Pflichtteilsanspruch hat, den ich testamentarisch nicht ausschließen kann. Insbesondere Kinder kann ich von der Erbfolge nicht gänzlich ausschließen, sondern sie behalten immer einen Pflichtteilsanspruch, der genau die Hälfte des gesetzlichen ist. Das richtet sich natürlich dann danach, wie hoch das konkret ist, wie viele Kinder vorhanden sind, ein Ehepartner vorhanden ist und, und. Diese Ausführungen sollen nur einen groben Überblick dazu geben, dass ich halt nach der gesetzlichen Ordnung ziemlich gefangen bin im Recht des 19. Jahrhunderts, nämlich daher kommt letztendlich unser Erbrecht und das Familienmodell, was 1900 geherrscht hat, das herrscht heute mit Sicherheit nicht mehr so, sodass es sicherlich auch ein gesteigertes Interesse, je nachdem in welchen Umständen, Lebensumständen ich lebe, für eine testamentarische Verfügung habe, dass ich, wenn ich dann letztendlich sicher gehen möchte, nach meinem Tod nicht das sehr starre System des deutschen Erbrechts nach den Erbenordnungen zu haben, sondern ich mir Gedanken gemacht habe, wie ich mein Erbe aufteilen möchte, wie es verwaltet werden soll, dann ist natürlich immer das Testament das entscheidende Instrumentarium. Dieses werde ich euch sicherlich bei einem der nächsten Videos ein bisschen näher bringen. Ansonsten bedanke ich mich für heute für euer Interesse. Ich hoffe, es hat euch etwas weitergebracht. Bis bald. Dankeschön.